Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Batman Arkham City. Ja, meine Freunde, beim letzten Mal haben wir die Story beendet und wir haben dann zu Catwoman gewechselt. Jetzt machen wir einfach weiter, denn wir wollen ja jetzt aus Arkham City fliehen und wollen aus dieser Stadt verschwinden. Erst Strange, dann Joker. Wer ist der Nächste? Genau, Joker ist ja auch gestorben. Wie gesagt, letzte Folge halt. Und wie man hier sieht, ist das Gerichtsgebäude völlig bombardiert worden. Das habt ihr in den letzten Parts ja gesehen, warum das so ist. Ja, dann gehen wir mal los. Los geht's. Genau. Oh nein, da wollte ich jetzt nicht hingehen, aber egal. Ja, super. Wir nehmen uns den Arsch ab. Ja, genau. Ja, da gehen wir jetzt hin. Strange dachte, er könnte uns alle kalt machen. Ja, genau. Gehen wir mal rein, öffnen das Gitter und gehen zu unserem Apartment. Wir betreten das Apartment. Los geht's. Home sweet home. Los, gehen wir rein. Oh Mann, was war das? Na dann, was jetzt passiert? Jemand hat uns bombardiert, aber wer war das? Das war ein Hinterhalt. Das sind Two-Face-Leute. Also waren die das wahrscheinlich. Ist sie tot? Nein. Sekunde. Sie wacht auf. Ja. Verdammt, was machen wir jetzt? Leg sie nochmal um. Sag ich klar. Nehm dich auseinander. Nein. Warum tut ihr sowas? Oh Mann. Ja, Mann. Los geht's. Au. Verdammt. Soll das? Was wollt ihr von mir? Junge! So, jetzt aber! Da, 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 da. Und? Bam! In dein Face! Haben wir alle ausgenommen. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Two-Face hat sie! Er ist im Museum, okay? Danke. Bitte. Du hast dich also entschlossen, zurückgekrochen zu kommen, Harf. Schade. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für alle Mal Manieren beibringen. Hol im Museum Catwoman's Beute von Two-Face zurück. Das machen wir jetzt. Also wurde unsere Beute und unsere Ausrüstung hier weggenommen von unserem Apartment. Und das brennt jetzt. Na super, seht ihr das? Alles in Flammen. Na gut, Two-Face, wir kommen nochmal zu dir. Ist ja wie am verdammten Nordpol. Ja, so ist das. Ich friere mich hier auch schon wieder ab, ja. Ist ja voll kalt hier. Und da sind Leute. Ja. Da gehe ich jetzt nicht so schnell hin. Ohne ihn ist Gotham nicht mehr das gleiche. Wo ist das? Catwoman! Alter, was soll das? Was haben die denn für Probleme, Junge? Ja, ich bin schon voll. Ich bin schon sowieso voll weit weg. Ganz weit weg. Was soll das? Ja. Was haben die denn für Probleme? Ich will da hoch. Ey, Mann. Was soll das? Das heißt, wir gehen jetzt zum Museum, ja? Da, wo der Pinguin war. Das ist ein neues Zeitalter, aber Joker ist erledigt. Ich meine, Pinguin haben wir als Batman ja aufgehalten, aber das Two-Face, das übernommen hat, das
Ist ja krass, Alter. Wann hat er das denn gemacht? Als Batman sich mit dem Joker auseinandergesetzt hat? Ja. Arkham City. Was für ein Dreck. Ja, das ist richtig. Und ich habe ja beim letzten Mal darüber geredet, dass David Nathan den Batman spricht und Bodo Wolf den Joker spricht. Also in der deutschen Fassung. Schönen Dank, Mr. Freeze. Und das war auch in Arkham Asylum, wahrscheinlich auch in Arkham Origin. Ist das auch so? Ja. Aber wir sind dort schon, okay. Ich fällt hier die ganze Zeit. Du machst Detektivmodus und dann weiß ich ja, wo ich hingehe. Ich hasse diese Hexe Ivy. Ja. Ja, das ist halt Poison Ivy. Ist halt nicht so nice. Ja, aber was ich aber sagen wollte ist, genau, die beiden sprechen ja, also Bodo Wolf spricht den Joker und David Nathan spricht Batman, genau. Und die machen das richtig gut. Joker ist nicht tot. Das ist nur ein Trick. Und im Englischen ist es ja Kevin Conroy, der Batman spricht, und Mark Hamill, der den Joker spricht. In diesem Spiel, in Arkham-Spiel, so genau. Außer in Arkham Origins heißt es Troy Baker und wie heißt der andere? Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Roger Greg Smith oder so. Aber wie gesagt, das ist ja nicht so wichtig, weil wir spielen das ja auf Deutsch. Genau, das wollte ich noch sagen, weil das habe ich ja dann beim letzten Part angefangen und ja, das ist ja nicht mehr geredet. Genau. Nein. Wieso sind wir eigentlich immer noch hier drin? Arkham City wird doch geschlossen, oder? Ja, richtig. So, dann gehen wir mal ins Museum. Wir haben ja auch gesehen, dass das abgebrannt ist. Es ist Catwoman! Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Catwoman. Ja, richtig. Aber du wirst das echt übernommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber du wirst halt ja genug Gelegenheiten, weil Pinguin ist ja nicht mehr drin. Und Joker ist tot. Keine Ahnung, was Harley macht. Mal Niederschlag. Und bam! Schöne Slow Motion, schick, 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 würde ich sagen. Wer hat in Arkham City jetzt das Sagen? Ja, ich auch nicht. Wir gehen jetzt aber hier rein. Tür öffnen. Ja, das könnte interessant werden. Es wird ja jetzt gespeichert. So, hier drin waren wir schon, aber nicht als Catwoman, ja. Als Batman waren wir hier drin. Deswegen müssen wir auch keine Sicherheitsvorkehrungen machen oder um Sicherheitsvorkehrungen da rumgehen, dann werden wir alles sehen. So, da ist ja der Dinosaurier. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Oh, ja. Hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sicher von Catwoman. Er hat Pauly B rübergeschickt, damit er das Geheimversteck der Schlampe sprengt. Hoffentlich regnet es mittlerweile über ganz Arkham City kleine, verbrannte Katzenklumpen. Wird ja eine Lehre sein, sich nicht mit Two-Face anzulegen. Da sind sie. Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen weitergehen. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 Gegner, ja. Aber ja, Two-Face war das. Two-Face hat uns gesprengt, oder Leute von Two-Face. Aber von Two-Face angeordnet. Ich weiß jetzt nicht, als wir hier. Mann, was ist mit mir los? Ich weiß nicht, ob wir als Batman schon hier oben waren. Aber das werden wir dann sehen. Ach, das ist da oben. Nee, da oben kommen wir jetzt nicht hin. Das ist nur für Batman gemacht, ja. Schätze ich mal. Ja, ist egal. Na dann, egal. Egal. Und die werden jetzt auch nicht weiterreden. Gehen wir mal hier runter. Die Dinosaurier sind die ganze Zeit. Catwoman ist hier! Oh mein Gott, die haben mich gesehen! Verdammt! Arkham City wird das Letzte sein, was du siehst!
warm, was ist denn? Ja, Mann. Oh, Mann. Klingen, Glocken ausschalten. Zweimal hintereinander, heftig. Ja, Angst? Und warm in dein Gesicht, würde ich sagen. Da, 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 da. Ah, da haben wir den Mr. Pinguin. Können wir mal einen Dialog mit dem anfangen? Na, als was haben wir uns denn verkleidet? Verpiss dich! Oh, tja, wenn du drauf bestehst. Oh, bevor ich's vergesse. Wenn du nochmal so mit mir redest, erlebst du, wie sich ein armes kleines Vögelchen fühlt, das von einer Katze zerfleischt wird. Bitte tu mir nichts! War nicht so gemeint! Klingt schon viel netter. Siehst du, du kannst auch nett sein, Oswald. Wir sehen uns. So schön. Ja, ich glaube, das war's, gell? Na, als was haben wir uns denn verkleidet? Ja, das haben wir schon. Verpiss dich! Ja, das haben wir schon. Oh. Oh, bevor ich's vergesse. Wenn du nochmal so mit mir redest, erlebst du, wie sich ein armes kleines Vögelchen fühlt, das von einer Katze zerfleischt wird. Bitte tu mir nichts! War nicht so gemeint! Klingt schon viel netter. Siehst du, du kannst auch nett sein, Oswald. Wir sehen uns. Tut mir leid, dass ich das nochmal gemacht habe. Ich wusste nicht, dass das nochmal das Gleiche macht. Ich dachte, da kommt noch mehr Dialog. Entschuldigung, es tut mir sehr leid. War nicht meine Absicht. Jetzt haben wir das zweimal angehört. War doch schon lustig, dieser Dialog. Jetzt laufe ich hier einfach rum, Alter. Ich weiß nicht, ob ich da oben schon war. Wahrscheinlich schon. Ich hab's halt lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich nicht mehr, was Sache ist. Nee, das muss ich als Batman machen mit dem Unterbrecher. Da gehen wir mal nicht hin. So. Weiter, aber hier drunter war ich doch, oder? Ja. Aber ich glaube, da hatte ich den Unterbrecher nicht, weil ich habe das ja schon aufgemacht. Ah, Mann! Alter. Ja. So, öffnen wir die Tür und gehen endlich mal weiter. Und jetzt wird wieder gespeichert. Ah ja, da hoch kann ich gehen. So, öffnen wir das Gitter. Und nehmen hier die Catwoman-Trophäe, Riddler-Trophäe. Und ich weiß nicht, ob wir uns das auch nehmen können. Werden wir gleich sehen. Ja, eigentlich macht es keinen Sinn, dass wir die Trophäen von Batman aufnehmen können, aber naja, Batman kommt ja nicht hier hoch, deswegen macht schon Sinn, dass wir das nehmen müssen. Dann nehmen wir noch eine Riddler-Trophäe. Aber eigentlich müsste es Sinn machen, nur das Rot zu nehmen. Würde ich der Welt, ja. Man kriegt wieder Erfahrungspunkte, genau. Wir springen mal durch das Glas, gell? Und da sind die schon. Aber Batman kommt ja nicht hoch, das kann erst in Arkham Knight da hier hochgehen. Warum auch immer, wahrscheinlich wegen der Technologie. Da steht New Recruits this way, ja. Neue Rekruten hier lang. Er sah ziemlich zufrieden aus, findest du nicht? Ja, ich habe den Boss noch nie so fröhlich erlebt. Vielleicht stimmt es. Vielleicht hat der Catwoman tatsächlich umgelegt. Die Schlampe verdient es. Weißt du, was sie im Gerichtssaal mit ihm gemacht hat? Es war nur eine Frage der Zeit, bis er seine Rache kriegt. Und all ihr Geld. Ja, das auch. Ja, Harvey Dent alias Two-Face möchte gerne seine Rache haben. Weiß nicht, ob die jetzt noch mehr werden. Aber das hier, was wir hier machen, ist was wie ein Epilog oder sowas. Ich weiß nicht. Weil das gehört ja auch mit zur Story. Und danach machen wir die ganze Nebenmission. Okay, ich glaube, die reden nicht mehr. Vorsicht! Catwoman! So sieht's aus, mein Freund. Doppel-Kontern. Ja, was war das denn? Was war das denn? Ey, ihr seid doch so... Ein Kätzchen! Ah, das war
schön. Du hast überhaupt keine Chance. Ja, wenn ihr so fies seid, dann habt ihr auf gar keinen Fall eine Chance. Ja, auch da. Ja, klingen, ducken, ausschalten. Ja, dann machen wir. Den Ausschalten-Move, würde ich sagen. Nochmal, klingen, ducken, ausschalten. Los, geh mal drauf. Oh Mann, das war knapp. Oh Mann, das war knapp. Das dauert nicht lange. Alter, die Musik sieht das so gut, ey. Das war die gleiche Gladiator-Musik, als wir hier mit Batman gekämpft haben gegen Pinguin. Du wirst hier sterben. Ja, natürlich. Oh, das war wieder sehr knapp. Oh, was ist hier los? Eine 61er Combo, seht ihr das, meine Freunde? Oh, klingt doch ein Ausschalten, würde ich sagen. Oh mein Gott. Die Arkham City wird in Flammen aufgehen. Oh, eine 80er Combo. Oh yeah. Ja, Mann! Oh, yeah! Geschafft! Haben gleich einen Stufenaufstieg bekommen. Ich jetzt noch sagen wollte, ich bin ja während der Story kaum gestorben. Da war nur einmal, als ich als Batman zum Stahlwerk gegangen bin, wo ich abgeschossen wurde. Und das eine Mal, wo ich, wo da halt stand, genau das mit, dass ich Talia verlassen habe, das zählt nicht als Sterben, weil ich da nur aus Versehen das gemacht, zu weit weggegangen bin. Und da wollte ich auf den Part bilden, aber das zählt nicht. Also eigentlich bin ich nur einmal gestorben, theoretisch. Ja. Und das war doch richtig cool. Also ich habe es nicht versucht, ohne Sterben zu schaffen, aber es war doch gut, dass ich das so hingekriegt habe. Das wollte ich euch nur so sagen und euch fragen, was ihr dazu meint. Aber egal, fangen wir jetzt mit Suchen auf die. So, da wir als Catwoman sind, würde ich sagen, wir machen mal einen Stufenaufstieg als Catwoman. Ich würde die Kampfpanzer würde ich machen. Und in die kugelsichere Panzerung, weil ich wurde ja auch fast abgeschossen. Machen wir das. Das ist wichtig. Aber das ist verbessert. Wir können ja das nächste Mal was anderes verbessern. Genau! Und ich habe die alle erledigt. Weil es einfach hier auch schön alles geöffnet. Aber wir gehen hier mal durch die Tür. So, dann rennen wir mal hier die Treppe hoch. Wähle deine Waffe. Choose your weapon. Schick, würde ich sagen. Aber ja, gesagt, wir waren ja schon mal hier. Will ich mal hier durch? Und jetzt ist ja auch kein Eis mehr, gell? Das ist ja alles geschmolzen. Das haben wir auch gesehen, als wir als Batman hier waren. Deswegen werden wir hier rumklettern. Wahrscheinlich. Genau. Und da ist noch eine Riddler drumher. Und dann schwingen wir uns mal da runter. Ja, hier waren wir schon gesagt, alles voller Wasser. Okay, also wären wir jetzt hier nicht Catwoman. Oder okay, gäbe es hier nicht zum Klettern. Catwoman ein Problem, genau. Dann nehmen wir uns mal die Catwoman Riddler Trophäe. Also die Riddler Trophäe, die für Catwoman ist, genau. Dann gehen wir mal hier hoch. Und da ist noch eine Riddler Trophäe für Catwoman. Dann nehmen wir die auch mal, wenn wir schon mal dabei sind. Gleich zwei hintereinander. Ich meine, wir haben auch eigentlich drei eingesammelt, aber... Was glaubst du, wie tief das ist? Tief genug, um einen verdammten Hai reinzutun. Kaum zu glauben, dass Pinguin einen Hai da drin hat. Ha, das ist noch gar nichts. Angeblich hält er unter der Iceberg Lounge noch ein Monster.
Monster? Ja, irgendein riesiges Ding, das wie tot aussieht. Red keinen Scheiß. Es ist wahr. Jimmy hat ihn gesehen. Jetzt weiß ich, dass du dir diesen Mist ausdenkst. Jimmy ist ein Lügner. Tja, ich glaube ihm. Er hat zu Cobblepot gehört, bevor er die Seiten gewechselt hat und zu Two-Face übergelaufen ist. Er sagt, er hat's gesehen. Und wo ist Jimmy jetzt? Der Hai hat ihn gefressen. Wie praktisch. Wenn du mir das nächste Mal mit deinem Märchenscheiß kommst, dann sorg dafür, dass der Einzige, der den Mist bezeugen kann, noch lebt. Okay? Ja, ja, aber es stimmt. Jimmy hat recht. Solomon Grundy existiert. Wir haben als Batman gegen ihn gekämpft. Aber wir machen das jetzt. Ich glaube, die werden nichts mehr sagen, oder? Es ist Catwoman. So ist. Aha! Deswegen wollte ich mich erst um den kümmern. Ich werde dich ja. Ach, die hatten alle eine Waffe. Das wusste ich nicht. Oh ja. Yeah. Hast du gesehen? Ich meine, habt ihr das gesehen? Ich hab's voll drauf. Ja, und man hat gesehen, meine Gesundheitsanzeige wurde verlängert, also ist jetzt mehr geworden. Jetzt? Ein Bosskampf gegen Two-Face haben wir jetzt. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Der Pinguin meinen die natürlich damit. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Ah. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzwei geschnitten. Also, er sieht schön aus, als ich eine Erinnerung hatte. Ha. Sie wird herkommen. Ich weiß es. Ja. Was ist mit dem los? Der läuft die ganze Zeit rein und her. Aber der hat was wie eine Bazooka oder so. Sucht weiter! Sie könnte bereits hier sein. Ja. Er hat recht. Ich bin hier. Ja, jetzt kann ich wieder diese schönen Kamera-Ansichten machen. Und nochmal, habe ich auch die ganze Zeit das Batman gemacht. Wir wollen, dass sie stirbt. Der Erste, der sie findet, den mache ich zu meiner rechten Hand. Na, zum Glück ist die rechte Hand. Oder die rechte Seite. Bei ihm in Ordnung, das würde es keinen Sinn machen. Aber das ist halt so ein Spruch, den man dazu sagen kann. Ja, ich weiß. Aber ich kann jetzt Two-Face nicht direkt angreifen, weil sonst der mich angreift. Und wenn ich den zuerst angreife, dann greife ich Two-Face an. Also muss ich mit jemandem anfangen. Und hier kommen sie auch immer. Kommt. Ich kenne sie nur zu gut. Ja, ja. Ja, ja. Er hat recht. Das Ding ist, man darf hier nicht zu viele Leute ausschalten, weil dann kommen ein paar Leute hinterher. Also ein paar muss man schon ausschalten, aber nicht alle, weil da kommen immer Leute immer. Täuscht mich nicht. Wenn sie hier ankommt, tötet sie. Ja, ja, ist gut. Wenn der jetzt runtergeht, kann ich mich ja um den kümmern. Was ist das? Mach ich. Sucht weiter. Sie könnte bereits hier sein. Ja, ja, ja. Ich fang schon an. Ich bin jetzt übers Wasser. Ja, der hätte mich jetzt sehen können auf der Brücke und der hier auch. So fange ich mal bei dem an. Enttäuscht mich nicht, wenn sie hier ankommt, tötet sie. Ich kann auch die ganze Zeit hier hochgehen, bin ich blöd, Alter. Das wusste ich auch nicht. Ah, das ist ein Richard-Trophäe. Soll ich jetzt schon hin? Ja, okay, mach ich. Trotzdem muss ich aufpassen. Ah ja, hier lang kann ich gehen. Nein! Ah! Das ist okay. So. Sie wird herkommen. Ich weiß es. So, ich werde jetzt nicht mehr Leute ausschalten.
euch um die Aufmerksamkeit hierher bringt. Ich kenne sie nur zu gut. So. Dann lass ich das machen. Ah ja, das kann ich machen. Aber da sollte ich nicht hier oben sein. Oder warten, bis jemand sieht. Weiß ich jetzt nicht. Ich mache einfach mal. Wir wollen, dass sie stirbt. Der Erste, der sie findet, den mache ich zu meiner rechten Hand. Ich hab keine Angst, hörst du? Ich hab keine Angst vor dir! Auf einmal. Nett. Zeig dich, wo bist du? Ja, auf gar keinen Fall. Oh. Worauf wartet ihr noch? Helft mir! Gefunden! Ah, jetzt. Deswegen ist gut, dass ich ein paar ausgeschaltet habe. Nett sind jetzt so beschäftigt, dass ich mich um Flugwelt gemacht habe. Hier drüben liegt noch einer! Muss aufpassen. Ah ne, da kommt jemand, das kann ich nicht. Aber was ich machen kann. Ah ne, die sind alle viel zu nah. Okay. Wo hab ich da noch einen umgelegt? Ach, da hinten. Genau da hinten. Und da. So, ich hab schon gedacht, dass ich zu nah dran war. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Warte, bis der weggeht. Aber von hier habe ich schon einen besseren Ausblick. Da ist auch noch einer. Ich gehe mal daher. Wie der eine sich schon duckt und ein bisschen Angst hat. Aber ich hätte auch Angst, wenn ich dort wäre. Los geht's! Hä? Scheiße. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Verdammt. Lass sie nicht entkommen! Nein! Ich hab sie verloren! Wie konnten die mich sehen? Such weiter! Wo ist der Two-Face jetzt? Oh, du denkst, du kannst dich da oben verstecken? Ah. Falsch gedacht. Weil der läuft auch weiter runter. Der meint nicht, der attackiert. Oder jetzt? Ach, komm schon! Na, ich habe ihn ein bisschen was weggemacht. Ich sehe ja, wo er ist. Ja, mein Fokus sollte halt echt auf Two-Face sein. Wohin schießt er denn? Aber damit kann man großen Schaden erleiden. Genau, der wechselt dann immer die Position. Erstmal auf der Brücke. Und jetzt ist er. Ja. Weil er wechselt zwischen den beiden Bereichen. Ich lasse nochmal rübergehen. Ich hab jetzt eine Idee, was ich mache. Was? Schnappt sie! Nein! Hier drüben! Ich hab sie! Nein! Nein! Okay, ich bin.
gern von denen noch ein paar aushalten, bevor ich hochgehe. Aber nur wenn es keine Umstände für mich macht. Aber anscheinend soll ich das noch machen. Mann! Mann! Kann man nirgendwo hingehen. Sie ist hier! Ich sagte doch, dass sie herkommen würde. Schnappt sie! So, ist jetzt jemand hier rein. Aber weg mit dir. Ich weiß nicht, ob jetzt mehr Leute kommen. Oder ob der mich jetzt gesehen hat, weiß ich jetzt nicht auch nicht. Oh Gott, Leute, bewegt eure Ärsche her! Sofort! Wir müssen sie aufhalten! Finden wir sie nie im Leben. Einen Moment. Lass uns durchatmen und dann suchen wir nach ihr. So schön, dass die jetzt alle hier was sammeln. Nein, ich will jetzt hochgehen. Ich will mich eigentlich nur auf Puppies konzentrieren. Vielleicht so schnell wie möglich wieder hochkommen. Jetzt versuche ich mal mit dem Anschleichen. Da jetzt hier alle unten sind, dann denke ich mir unten. Zufällig, ist keine Ahnung. Oh mein Gott. Haltet sie auf! Sie ist weg, ich hab sie verloren. Wie konnten sie mich jetzt wieder sehen? Ich wäre fast tot gewesen. Ich weiß, was du vorhast. Das wird nichts. Hm? Oh, stopp, dass ich zu nah bin. Ich muss ihn noch einmal kriegen. Dann habe ich ihn. Aber die können mich auch noch einmal abschießen, dann haben sie mich. Diesmal schleiche ich mich nicht von hinten an. Ey, das ist echt krank. Oh Mann, das war auch was krass. Ich muss nicht aufpassen. Ja, lass ihn ruhig runtergehen. Dann geht er auch schön nach rechts. Dann habe ich ihn. Was?
Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Hat nur die Hälfte genommen. Den Rest habe ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam. Wirklich so. Und? Wir haben es geschafft. Oh, das ist Sterben. Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten. Ja, das stimmt. Ey, Mann, das war so knapp, ey. Das ist wie bei, als wir gegen Joker gekämpft haben. Was soll das?